stehen ja an der Kreuzung der Porterstraße mit der Johannsenstraße. Hier gibt es Probleme. Ja, hier haben wir seit einiger Zeit, seit langer Zeit schon die Baustelle der Unterführung der Bastau mit den entsprechenden Einschränkungen für den Radfahrer und Fußgänger. Insbesondere, wenn man an der Ampel warten muss, um die Straße zu überqueren, reicht der Platz regelmäßig nicht aus, damit zum Beispiel in der Mittagszeit die vielen Schulkinder, die vom Schwimmen oder vom Weserstadion kommen, sich dort aufstellen können. Es ballt sich alles und führt dann auch zu engen oder auch zu gefährlichen Situationen. Hier würden wir uns wünschen, dass zum einen die Ampelschaltung immer automatisch die Fußgänger und Radfahrer mit rübernimmt, ohne dass man extra tasten muss, also ohne die Bettelampel. Und zum Zweiten würden wir uns wünschen, dass alsbald der Landesbetrieb ein bisschen Geld in die Hand nimmt und die ganze Baustelle saniert. Dann wäre das Problem völlig aus der Welt geschaffen.